Horizontales kleiner skalieren, bleiben gerade Linien also gerade und gekrümmte Linien werden verstärkt. Wir können mit diesem Trick also leicht prüfen, ob in den Erdaufnahmen eine Krümmung vorhanden ist oder nicht. Ist der Horizont wirklich gerade, muss er auch nach dem Skalieren gerade sein. Testen wir das Ganze doch mal mit den DocCam-Aufnahmen von Peter. Zuerst stelle ich Helligkeit und Kontrast so ein, dass der Horizont gut zu erkennen ist. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Das Bild wird skaliert. Und siehe da, eine Krümmung. Wie kommt die denn da rein? Das Bild kommt ja von Peter und nicht von der NASA. Oh, jetzt wird mir aber unheimlich. Ja, was ist das denn? Ist das jetzt eine Fata Morgana? Die Behauptung, es gäbe keine Aufnahmen von der Erdkrümmung, ist also definitiv falsch. Aber ich habe ja auch die DocCam-Aufnahmen, die wir uns jetzt auch mal kurz gemeinsam anschauen können, um dann noch besser zu erklären, wie hinterhältig, mies, primitiv und verlogen euer Held, also ich rede jetzt von den Globe-Earthern, euer Held eigentlich ist, das wahre Gesicht. Denn wir schauen uns jetzt mal hier die DocCam an, also es musste wohl um diese speziellen Aufnahmen gegangen sein. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und ich habe ja schon mal gesagt, durch das Schwinken, also die Kamera, die steht ja nicht auf einem Stativ, sondern die schwinkt ja hin und her und bewegt sich auch nach links, von links nach rechts. Und man sieht jetzt hier eine Kurve nach oben, eine Kurve nach unten. Eine Kurve nach unten, eine Kurve nach oben. Das meinte ich bei meinem ersten Video schon, dass das völliger Schwachsinn ist, dann zu sagen, ja, ich suche mir jetzt eine Stelle raus, was aber die Königsdisziplin der Dummen ist. Die Königsdisziplin der Dummen ist es, eine Banalität herauszunehmen, zum Existenziellen zu erheben um dann so darauf rumzureiten, zu sagen, ja, hier, ich hab's bewiesen. Die Königsdisziplin der Dummen, der Verbrecher, der hinterhältigen Arschlöcher. Das ist halt nun mal so. Wenn ich also aus einem Film so eine Aufnahme rausnehme, und das ist zum Beispiel das Foto, was mir hier der User geschickt hat, weil ich hatte wirklich nicht genau zugehört, aber hier sieht man, wenn ich diese Aufnahme hier stauche, wie jetzt eben auch bei der Kamera, wo der Ballon geplatzt ist, dann sehe ich selbstverständlich einen Bogen nach oben. Nur, wenn ich aber hier, das ist jetzt identisch, also ein paar Sekunden vorher oder später, durch das Schwenken, warum hat der Flo dann nicht diese Aufnahme genommen? Nein, weil er lügt, weil er betrügt, weil er gerne verarscht, weil das ein unaufrichtiger Mensch ist, ein Wissenschaftsdödel. Im übertragenen Sinne sage ich gerne, Wissenschaftsschwanzelrechte, Arschgefickte, die alles schlucken. Aber hat man nicht zuletzt gesehen, nur dass das nochmal klar ist. Warum Schule nehme ich nicht so eine Aufnahme? Und so, oh ja, die Erde ist wieder unten auf Loch, die ist geleitet. Nein, mach ich nicht. Weil er ständig lügt, habe ich so oft schon bewiesen, so oft schon belegt. Die Welt ist groß und du bist klein. In der Bahn bin ich ja dann aufgestiegen, bis hin zu einem Desinformanten. Du kannst doch nicht alleine sein. Darauf wird hier nie eingegangen. Immer wieder neue nebendächtliche Punkte. Und wenn es dann der Punkt ist, dass ich gerne meine Meinung sage zu diesen Leuten. Also Verbrechern, Lügnern, Genamputierten, voll geisteskranken, gehirngewaschenen Arschlöchern. Wissenschaftsverbrechen.